Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Video. Ich heiße euch willkommen zum Jahresrückblick 2023 und auch zu einem kleinen Ausblick in das nächste Jahr 2024. Ich werde ein bisschen mit euch teilen, wie mein Lesejahr verlaufen ist, werde vielleicht an ein, zwei Stellen vielleicht noch einen privaten Aspekt mit euch teilen, der mein Leseverhalten beeinflusst hat und auch meine Bücher Kaufverhalten beeinflusst hat. Ich nehme euch also so ein bisschen mit in die Geschehnisse, die 2023 bei mir so los waren, die ihr vielleicht in Lesemonaten oder so nicht gehört habt. Ich teile euch mit, ob ich zufrieden mit meinem Jahr bin und ich teile euch mit, was ich im nächsten Jahr alles so vorhabe und lesen möchte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und ich habe direkt eine Frage an euch und ihr könnt sie unten in den Kommentaren sehr gerne beantworten. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie war euer Jahr 2023? Im Bereich Lesen, war es ein gutes Jahr für euch? War es ein Jahr, in dem ihr viel geschafft habt, in dem ihr ein neues Genre entdeckt habt? Oder vielleicht auch ein Jahr, ja, das so vor sich hingeplätschert ist für euch? Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. 2023 war für mich ein unglaublich ereignisreiches Jahr. Ganz viele Leute in meiner Umgebung haben schon gesagt, oh, ich bin froh, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist. 2023 war ganz schlimm. Ich kann da nicht mitsprechen. Für mich war 2023 ein wunderbares Jahr in allen möglichen Aspekten. Ich hatte ein sehr glückliches Jahr. Ich hatte ein für mich in meiner Definition erfolgreiches Jahr. Ich hatte viel Spaß in diesem Jahr. Ich hatte viele schöne Erlebnisse in diesem Jahr. Natürlich passieren auch in einem Jahr, es sind ja immerhin 365 Tage, auch traurige Dinge oder Dinge, die man nicht so gerne erlebt. Aber overall würde ich sagen, war 2023 für mich wirklich, wirklich schön. Und es ist so ein bisschen wehmütig für mich, mich von diesem Jahr zu verabschieden, weil eben so viel passiert ist, was ich mir ja erhofft, erwünscht und erträumt habe. Nicht zuletzt natürlich mein Besuch in Japan. Und wer mein Video gesehen hat vor einem Jahr, was ich mir für 2023 vornehme, der wird gesehen haben, dass ich vielleicht ein bisschen mehr in die Manga reingehen möchte. Und um jetzt die Brücke zu meinen Lesevorhaben für das Jahr 2023 zu schlagen, ich habe einige Manga in diesem Jahr gelesen und ich habe somit diesen Wunsch, wieder in das Manga-Genre reinzukommen, ja, für mich erfüllt. Ich habe tolle Manga gefunden, ich habe fast nur Manga gelesen, die mich auch ja überzeugen und begeistern konnten, die mir Spaß gebracht haben und Freude gebracht haben. Ich habe mein Genre in den Manga gefunden. Ich bin da tatsächlich total im Shoujo-Vibe. Also ich lese vor allen Dingen Romance-Geschichten, die für ein weibliches Publikum bestimmt sind. Ich mag diese Schulromanzen, dieses erste Liebe-Feeling im Manga total gerne, was ich in Büchern ja überhaupt nicht mag. Und 2023 hat mich ja immer wieder da zu diesem Genre zurückgeführt und ich weiß jetzt, dass diese Sparte Shoujo, aber auch so ein bisschen Fantasy und Mystery total mein Genre abdeckt und ich freue mich, Vorhaben für 24, die Manga natürlich weiterhin ja für mich als neues Buchgenre, als neues Beuteschema sozusagen zu platzieren und ich freue mich auf ganz viele neue Manga. Ein zweites Vorhaben, das ich hatte, sind bestimmte Bücher. Und zwar habe ich mir die Bücher hier einmal rausgesucht, die ich in meinem Video letztes Jahr tatsächlich namentlich mir vorgenommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich bis auf eins davon alle geschafft habe. Was ich nicht durchgelesen habe, ist der Detektiv Conan Manga auf Japanisch. Was einfach daran liegt, dass ich keinen Manga auf Japanisch komplett durchlesen kann. Aber ich hatte mir ja vorgenommen, anhand dieses Mangas ein bisschen mit der Sprache zu arbeiten. Das habe ich weniger gemacht, als ich eigentlich wollte, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich habe es gemacht und ich habe mir in Japan auch noch weitere japanische Bücher gekauft. Dazu kommen wir aber später. Wir gehen jetzt erstmal den Stapel durch an Büchern, die ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen habe. Und das einzige Buch, das ich nicht geschafft habe, und das finde ich auch tatsächlich ein bisschen schade. Ich bin sehr stolz, wie gesagt, auf den Stapel, den ich geschafft habe. Es sind jetzt hier an der Stelle tatsächlich nur 4 Bücher. Aber ihr wisst ja, ich mache mir keine Lese-Challenges von wegen 3 Bücher im Monat oder 24 Books für 2024 oder 12 Books in 12 Months. Das mache ich ja eigentlich alles gar nicht. Von daher ist mein Stapel an Büchern, den ich mir
tatsächlich vorgenommen habe, sehr, sehr klein. Und ich muss sagen, dass ich den so gut wie restlos verlesen habe. Ich hatte einige Bücher in verschiedenen Genres dabei. Ich hatte hier zwei Jugendbücher dabei mit Xoxo und mit True Crown tatsächlich. Waren das zwei Jugendbücher, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Es hat mir also Spaß gemacht, ins Jugendbuchgenre reinzugehen. Dann hatte ich noch dabei Die Vegetarierin von Han Kang. Das ist dieses gute Stück und ihr seht, ich habe da viel markiert. Dazu gab es ein Videoformat auf dem Kanal von Fabienne von Japan Connect. Dieses Buch hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich fand es irgendwie wichtig, aber irgendwie auch total leer. Wer dazu mehr wissen will, der schaut sich am besten das Literaturtrio bei Fabienne an. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Denn da hat sie noch ihre Meinung preisgegeben und auch Andrea vom Kanal Andrea Wintermädchen. Ihr habt also geballte Meinungen zu diesem Buch. Das habe ich auch geschafft zu lesen. Und was ich auch direkt zu Beginn des Jahres gelesen habe, ist Die Herrin der Regenmacher. Das ist der zweite Band dieser Regenmacher-Dilogie von Timo Leibig. Und ich würde sagen, das war doch ziemlich erfolgreich. Es ist etwas aus Korea dabei. Es waren Jugend- und Liebesbücher dabei. Und es war auch ein High-Fantasy-Buch dabei. Das einzige Buch, was ich nicht geschafft habe, kleiner Wermutstropfen, ist immer noch Yori Fujiwara mit Der Sonnenschirm des Terroristen. Irgendwie will ich dieses Buch unbedingt lesen? Nein, ich will dieses Buch erfahren, aber irgendwie greife ich nicht dazu, es zu lesen. Was natürlich schlecht ist, wenn ich das Buch erfahren möchte. Dann muss man es ja dafür lesen. Aber in 2023 habe ich das faktisch nicht geschafft. Wir sind jetzt also im Schnelldurchlauf einmal die Bücher durchgegangen, konkret, die ich mir vorgenommen hatte. Ich bin da eigentlich sehr, sehr zufrieden mit, sehr, sehr erfolgreich mit der Quote. Ich habe einige Themen, die diese Bücher widerspiegeln, auch ja mehrfach gelesen. Ich hatte ja gesagt, dass ich in 2023 mehr Bücher ins Deutsche übersetzt aus dem asiatischen Raum lesen möchte. Ich weiß nicht wirklich, ob es mehr Bücher waren. Es war nicht die Mehrzahl an Büchern, die ich gelesen habe. Aber es waren doch einige dabei. Ich habe noch zwei Bücher über Vietnam gelesen. Ich habe noch ein Buch aus Japan übersetzt, nee, aus China übersetzt gelesen, ein High-Fantasy-Buch. Von daher würde ich sagen, bin ich mit diesem Vorhaben, wenn man es so nennen kann, auch sehr zufrieden. Ich habe eben schon erwähnt, ich habe mit der japanischen Sprache ein bisschen gearbeitet anhand eines japanischen Mangas. Overall würde ich sagen, habe ich eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, auch irgendwie erfüllt. Und ihr kennt mich, ich bin kein Mensch, der sich da irgendwie einen großen Druck hinter auferlegt. Wenn ich Lust auf ein Buch habe, dann lese ich es und wenn ich keine Lust darauf habe, dann nicht. Deswegen machen für mich diese festgesetzten Bücher-Challenges auch keinen Sinn. Was für mich aber sehr wohl Sinn macht, das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt, ist, mir verschiedene Themen zu nehmen, an denen ich ein Interesse entwickle und zu sagen, okay, in diesem Thema, in diesem Bereich möchte ich gerne mehr lesen und mehr erfahren. Und das bringt mich jetzt auch zu meinen Vorhaben für nächstes Jahr 2024. Zuerst einmal, ich bleibe der Fantastik treu. Also keine Angst, ich werde der Fantastik nicht abschwören. Die Fantastik ist und bleibt mein favorisiertes Genre, mein Steckenpferd. Ich liebe die Fantastik. Am liebsten mag ich High Fantasy, wirklich fernab von irgendeiner Welt, die unserer Erde grundsätzlich ähnelt, irgendwie in welche fremden Kulturen reinzuspringen, in Magiesysteme reinzuspringen. Das liebe ich, das liegt mir. Und auch da möchte ich 2024 natürlich meine Nase wieder hineinstecken. Nichtsdestoweniger möchte ich auch andere Bereiche abdecken. Und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe mir drei an der Stelle rausgesucht, die ich jetzt konkret mit euch besprechen möchte. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr euch für 2024 so vornehmt. Ich halte euch jetzt drei Bücher hoch, die für mich für zwei Themen stehen. Das eine ist ein bisschen dieses Jugend-Fantasy-Setting und das andere ist, andere Kulturen wahrzunehmen. Das sind für mich zwei Themen, zwei Genre, wenn man so möchte, die ich mir für 2024 vornehme. Und da habe ich drei Vertreter, und zwar diese hier. Das eine davon habe ich schon gelesen, das eine ist ein Currently Read und das dritte davon möchte ich in 2024 lesen. Was ich bereits durchgelesen habe und was ihr auf diesem Kanal schon gesehen habt, ist der erste Band der Vampire Academy von Rachel Mead. Dieses Buch ist eine Neuauflage einer Reihe, die ich als Jugendliche gelesen habe. Vor, keine Ahnung, wann war es? 2007, 2008. Ist also demnach schon einige Jahre her.
Diese Reihe wird neu aufgelegt und hat mich an meine Teenagerzeit erinnert. Und das war so die erste Reihe, wo ich so richtig, richtig von vorne bis zum letzten Band drin war und mitgefiebert habe. Darum wollte ich die unbedingt rereaden, als ich gesehen habe, diese Reihe bekommt eine Neuauflage in dieser Hardcover-Variante. Der zweite Band, der wird in zwei Tagen erscheinen und auch den werde ich mir zulegen. Mein Vorhaben für 2024 ist also demnach, diese Reihe weiter zu verfolgen. Diese Reihe wird in 2024 mit den Neuauflagen nicht abgeschlossen sein, also wird sie mich länger verfolgen. Was aber diese Reihe für mich auch darstellt, ist ein bisschen zurück in dieses jugendlichere Setting. Wir haben hier eine Akademiegeschichte, man würde ja heute Dark Academia sagen. Wir haben hier ein Fantasy bis Urban Fantasy Setting und wir haben hier eine Vampirgeschichte. Und all diese Dinge, also dieses jugendliche Protagonistin, Internatsfeeling, Fantasy, ist so ein bisschen die Richtung, in die ich mehr gehen möchte. Nennen wir es Romantasy an dieser Stelle. Was ich ja eigentlich meistens kategorisch ablehne, weil ich kein Fan von Liebesgeschichten bin. Zumindest dachte ich das immer. Aber erinnert an diese Reihe und auch diesen ersten Band gelesen, war ich wieder so drin und hin und weg, dass ich sage, dieses ganze Genre, dieses Romantasy Dark Academia Setting bekommt von mir eine Chance und ich nehme es mir aktiver vor, auch nach Büchern in diese Richtung zu greifen. Das nächste, was da zu nennen wäre, was ich noch vorhabe im Buddy Read zu lesen mit Sarah von Dunkelgefunkel, wäre Showlomance. Da weiß ich nicht, inwiefern das eine Romantasy-Geschichte ist, aber sie trifft definitiv das Dark Academia Setting sehr, sehr genau. Es ist eine Trilogie und den ersten Band davon, den möchten wir eigentlich diesen Monat oder Anfang nächsten Monat gerne noch gemeinsam beginnen. Und dann seht ihr schon, es geht so ein bisschen in diese Dark Academia Jugendvibes Richtung, die ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe. Das zweite, was ich mir vorgenommen habe, spiegeln diese beiden Bücher wieder, die ich euch zeige. Und zwar ist das erste davon, das ist tatsächlich auf Deutsch, das ist Der Rote Palast von June Ur. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist aus dem Crosscult Verlag und das ist tatsächlich auch ein Rezensionsexemplar und das ist auch eine Neuerung. Jetzt Ende 23, dann auch in 24. Ich scheue mich nicht mehr davor, Rezensionsexemplare anzufragen. Das habe ich ja eine ganz, ganz lange Zeit nicht gemacht, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Ich habe mir jetzt für mich aber mittlerweile gesagt, wenn ich zwischendurch mal ein Rezensionsexemplar anfrage und das keine Überhand nimmt, dann lege ich mir nicht selber zu viel Druck auf. Das bedeutet, dieses hier ist ein Rezensionsexemplar. Es kam vor 3 Tagen an. Ich bin jetzt hier. Das schaffe ich definitiv in der, ich sag mal, vereinbarten Lesezeit auch durchzulesen und zu rezensieren. Ich habe nämlich meistens keine Rezensionsexemplare angefragt, weil die für mich sehr, sehr viel Arbeit bedeuten. Das ist natürlich das Planen, wann ich dieses Buch gelesen haben muss mal in Anführungsstrichen, denn es ist natürlich ein Buch im Austausch für eine Gegenleistung, und zwar die Besprechung in Videos. Und davor habe ich mich immer gescheut. Ich kenne einige, die sagen, ich habe so viele Rezensionsexemplare, ich weiß nicht, wann ich die alle lesen soll, geschweige denn die in einem Video besprechen soll. Und deswegen habe ich mich immer davor gescheut. Wenn ich aber jetzt vielleicht einmal in 2-3 Monaten ein Buch anfrage oder ein Buch bekomme, dann ist das für mich etwas, das schaffbar ist. Und deswegen scheue ich mich nicht mehr vor Rezensionsexemplaren, möchte aber auch, dass Rezensionsexemplare auf meinem Kanal keine Überhand bekommen, sodass ich sie eben noch handeln kann. Das ist also ein zweites Thema, ein zweites Ding, was ich nicht wirklich als Vorsatz definiere, aber eben mich dafür öffnen möchte. Das Buch hier ist übersetzt aus dem Englischen und zwar ist es von einer Frau, die Koreanerin gebürtig ist. Sie lebt in Toronto. Aus dem Englischen ist dieses Buch auch übersetzt. Was es aber thematisch widerspiegelt, ist ein Jugendkrimi. Ich würde es schon eher Krimi nennen. Es ist eine Art historischer Krimi, der in Südkorea spielt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Wir sind hier in Joseon 1758 unterwegs. Wir sind also ins 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts geschleudert worden und begleiten unsere Protagonistin, die übrigens Krankenschwester ist, also für die Zeit eine sehr gebildete Frau darstellt, dabei, wie sie versucht, Morde aufzuklären. Und wir lernen durch sie so ein bisschen die Gesellschaft kennen, wie sie damals in Joseon
im 18. Jahrhundert funktioniert hat. Und das ist ein zweites Thema, was mich wahnsinnig interessiert, nämlich Kulturen und die Entwicklung von Kulturen in anderen Ländern. Vornehmlich natürlich Ostasien, weil ich ein Ostasien-Fan bin und bleibe. Das Buch spiegelt also für mich genau das wider. Es ist nicht so, dass das hier ein historischer Roman ist, also es ist kein historisch akkurater Roman. Es ist auch kein Sachbuch, wo ich jetzt sage, okay, mit diesem Buch lerne ich wirklich etwas. Aber es ist einfach etwas, was mich interessiert. Also es ist ein Interesse da, diese Gesellschaft, wie die Autorin June Ur das hier in diesem historisch angehauchten Krimi darstellt, ja, zu erfahren und zu sehen. Und deswegen ist das etwas, wo ich sage, okay, da schreibe ich mir auf die Fahne. Ich schreibe mir jetzt nicht auf die Fahne, dass ich wirklich Sachbücher über die Thematik lesen möchte. Wenn mir mal eins über den Weg läuft, dann bin ich dem definitiv nicht abgeneigt und natürlich interessiert. Aber das Ganze in Romanform zu erfahren, vornehmlich in Vietnam, Südkorea, beziehungsweise Korea, damals war es ja ein Korea, wenn man so will, und in Japan, ist etwas, was für mich 2024 auf jeden Fall relevant sein wird. Damit haben wir jetzt schon zwei Dinge abgehakt, nämlich Jugendbücher, Jugendfantasy nicht mehr kategorisch auszuschließen. Kategorisch ist ja auch hart gesagt. Ich habe es ja immer mal gelesen, aber sehr wenig. Das zweite ist, mehr zu lernen über fremde ostasiatische Kulturen, wie sie funktionieren, wie sie aufgebaut sind und vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte der Länder zu erfahren. Und das dritte, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist mit diesem Buch gezeigt. Das hier ist auch ein Buch, was genau die anderen beiden Themen widerspiegelt. Es ist eine Geschichte, die ich tatsächlich schon als ältere Jugendfantasy bezeichnen würde. Es ist auch eine Reihe, also man muss dranbleiben. Der erste Band ist tatsächlich mit demselben Cover auch gerade bei Tokyopop erschienen. Ich wusste gar nicht, dass die auf Deutsch kommen. Und genau das ist das Thema. Das hier ist nämlich die englische Ausgabe. Ich möchte tatsächlich mehr in englischer Sprache bzw. in Fremdsprache lesen. Die einzige Fremdsprache, die ich so weit beherrsche, dass ich sage, für mich ist sie in meinem Empfinden definitiv verhandlungssicher, ist Englisch. Das heißt, meine Muttersprache ist Deutsch, verhandlungssicher habe ich Englisch. Die anderen Sprachen, die ich vielleicht irgendwann mal gelernt habe in der Schule, Französisch, je ne parle pas français. Das funktioniert also nicht. Aber auch die Sprachen, an denen ich Interesse habe, zum Beispiel Japanisch, sind Sprachen, die ich wieder mehr ja, in meine Welt, in mein Umfeld lassen möchte. Das bedeutet konkret wirklich lesen, also ein Buch durchlesen, möchte ich auf Englisch. Ich möchte mehr fremdsprachige Literatur in meinen Händen haben, mehr es als normal empfinden, auch auf Englisch zu lesen. Ich weiß, dass ich da definitiv noch viel, viel langsamer lese als auf Deutsch, aber davon möchte ich mich nicht abschrecken lassen. Ich habe hier ein paar Vertreter für englische Bücher, einige, die schon länger bei mir sind, wie ja, Six of Crows von Leigh Bardugo. Ich sage da nichts zu. Dieses Buch ist schon mit mir hierher umgezogen und wir wohnen jetzt 3 Jahre hier. Das heißt, dieses Buch ist echt schon sehr, 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 sehr lange auf meinem Sub. Es ist die englische Schmuckausgabe von Six of Crows und ich habe sie noch nicht gelesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie mir spezifisch für nächstes Jahr vornehme. Aber es wäre doch schön, wenn ich zumindest 1 bis 2 der Vertreter, die ich euch hier gleich zeige, oder respektive andere, die ich mir neu kaufe, lesen würde im nächsten Jahr. Wir haben hier also Six of Crows von Leigh Bardugo. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte für, ich würde sagen, Erwachsene mit einem, so wie ich gehört habe, etwas brutaleren Setting. Das gefällt mir ja meistens sehr gut. Also gehe ich davon aus, dass mir auch die Geschichte gefallen wird. Das nächste Buch, was alle drei Vorhaben widerspiegelt, habt ihr gerade schon kurz gesehen. Es ist dieses hier. Und verzeiht mir, dass ich jetzt aufs Cover gucken muss, um euch den Autorennamen vorzulesen. Es ist ein chinesischer Autor oder Autorin. Es ist Mo Xiangtongxu. Ich entschuldige mich für alle falschen Aussprachen. Das ist wie gesagt die englische Variante. Es ist erstmal unglaublich schön aufgemacht, das muss ich an der Stelle mal sagen. Und es ist ein historisches Mystery-Fantasy-Setting. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich glaube, dass diese Reihe 6 Bände hat. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, weil es gibt dazu noch ein Spin-off.
und ich komme mit den Reihenfolgen der Bücher etwas durcheinander. Dieses ist aber der erste Band und ich bin gespannt, in diese Geschichte mit dem ersten Band hineinzufinden. Ich finde übrigens auch die Aufmachung innen ist unglaublich schön gemacht, weil wir zwischendurch so Illustrationen haben. Es ist also eine komplett illustrierte Ausgabe und die ist wirklich super, super schön. Davon ab bin ich gespannt auf den Inhalt. Dann habe ich noch zwei weitere Bücher, die ich hier auf Englisch stellvertretend einmal hochlade. Das eine ist ein Thema, was mich interessiert, nämlich einfach, wie wir Menschen denken, wie wir Menschen uns entwickeln, das, was bei uns neurologisch und psychologisch abläuft, wie wir Entscheidungen treffen. Grob umrissen. Und zwar ist das ein Buch, was ich schon so, so oft in sämtlichen Videos oder Podcasts gehört habe, es aber noch nie gelesen habe, es ein Klassiker sein soll. Ich kann es nicht kommentieren, ich kenne es ja noch nicht. Ich habe es mir ja aber jetzt gekauft. Und zwar Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ganze Buch ist definitiv schon älter. Das hier ist jetzt die englische Variante und zwar, glaube ich, die überarbeitete englische Variante. Das Vorwort vom Autor selber, welches hier drin ist, zeigt auch schon, dass dieses Buch im Original deutlich älter ist. Auch in einer sehr kontroversen Zeit übrigens entstanden, allerdings natürlich nicht in Deutschland. Und zwar ist das Vorwort von 1937. Und was Napoleon Hill 1937 zum Thema Think and Grow Rich zu sagen hatte, das interessiert mich tatsächlich sehr, ist also ein Interessensgebiet, was ich in Büchern bisher so gar nicht bearbeitet habe, aber ich bin gespannt auf diesen Klassiker. Und der letzte Vertreter als Beispiel für englische Literatur ist Bunny von Mona Award. Das sieht so aus. Das Buch habe ich lustigerweise vor 2 Tagen in der Post gehabt und zwar ist es von Janines Bücher und DIY-Zauber. Sie hat dieses Buch auch noch auf Deutsch und hat die englische Variante jetzt an mich abgegeben. Und ihr Vorschlag war, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr auch gemeinsam lesen. Wer weiß? Also vielleicht wird dieses Buch tatsächlich auf der Leseliste in 24 landen. Ich werde es natürlich mit euch teilen, wenn ich es gelesen habe. Das heißt, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Das hier ist eine Universitätsclub-Geschichte. Wir haben hier, ich glaube, einen Schriftstellerclub, in dem so einige Geheimnisse an der Universität kursieren, die mit diesem Club zu tun haben. Das ist das, was ich bisher nur vom Klappentext rausgelesen habe. Speziell begleiten wir dabei eine Protagonistin, die sich so ein bisschen vom grauen Mäuschen zum, glaube ich, etablierten Clubmitglied bewährt und wie das funktioniert und was der Club so, ja, alles an Geheimnissen mit sich trägt. Darum geht es in diesem Buch. Zum Thema Sprache, wir waren ja gerade bei englischer Literatur, möchte ich euch natürlich sagen, dass ich auch weiterhin am Japanisch bleiben möchte. Ich war dieses Jahr in Japan, ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe in Japan auch einige japanische Manga gekauft. Und zwar habe ich hier respektive Conan Band 1, ich habe Band 1 bis 4 jetzt da und ich habe auch von dieser Reihe Band 1 bis 4 da. Diese Reihe ist auch in Japan übrigens super beliebt. Also ich bin durch 4 Buchläden gegangen, um diese Reihe zu ergattern. Die war überall gefühlt ausverkauft. Und zu dieser Reihe gibt es auch einen Anime und zwar auf Crunchyroll. Das bedeutet, ich habe die erste Staffel dieses Animes schon gesehen. Ich kenne die Geschichte also demnach. Was ich mir verspreche in 2024 ist, diesen Anime noch einmal zu schauen und dabei das Buch da liegen zu haben, den Manga. Das heißt also, dadurch, dass ich den Anime mit Untertiteln erleben kann, kann ich ein bisschen mitgehen in dem, was hier tatsächlich passiert. Damit habe ich schon einmal angefangen. Das heißt nicht, dass ich dann diesen Manga flüssig lesen oder flüssig verstehen kann. Aber es geht mir, wie eingangs gesagt, auch bei japanischen Büchern nicht darum, sie von vorne bis hinten durchlesen und verstehen zu können, wie es beim Englischen ist, sondern einfach, ja, mich weiterhin mit dieser Sprache zu umgeben, verschiedenen Medien, in denen diese Sprache relevant ist, sei das im Audioformat wie im Anime oder im, ja, Buchstabenformat wie in den Mangas. Einfach, dass mir diese Sprache im Kopf bleibt, dass ich diese Sprache um mich herum habe, dass mich die Schriftzeichen nicht mehr abschrecken. Wenn ich das also sehe, irgendwann mal, na, fokussiert's genau, nicht denke, oh mein Gott, ich kann das nicht lesen, sondern dass ich dann irgendwann sagen kann, hey, okay, diese Zeichen erkenne ich wieder und dass ich nach und nach ein bisschen mehr Sprachverständnis entwickle. Darum, ja, soll es für mich mit den japanischen Manga gehen. Und für mich sind sie auch zusätzlich ein Sammelgegenstand.
Ich habe sie aus Japan und ich freue mich riesig darüber. Ich habe eingangs erwähnt gehabt, dass ich Shoujo-Manga für mich entdeckt habe, aber ich habe auch Mystery-Manga für mich entdeckt und ich habe eine Manga-Reihe, die ich auf jeden Fall in 24 lesen und hoffentlich auch beenden werde. Es sind nur 5 Bände. Ich habe den ersten jetzt stellvertretend hier und zwar ist es From the Red Fog. Story und Artwork ist von Mosai Nohara. So sieht das Ganze aus, ist bei CrossCult erschienen. Auch das ist für mich ein Rezensionsexemplar und es ist unglaublich schön vom Zeichenstil. Ich zeige euch einmal kurz einen Ausschnitt, wie es aussieht da drin. Also wirklich super, super schön vom Stil her. In diesem Manga geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die Jack the Ripper auf der Spur sind, beziehungsweise ihn verstehen wollen und ihn dafür auf eine gewisse Art nachmachen. Ich habe den ersten Band jetzt hier noch nicht gelesen, er ist just angekommen und ich freue mich riesig auf diese Geschichte. Also Vorhaben, das letzte für dieses Video, ist weiterhin mich mit den Mangas umgeben, weiterhin Geschichten im Manga-Format zu erfahren. Manga ist wirklich etwas, ja, wo ich merke, dass mein Herz wirklich, wirklich glücklich ist, wenn ich Mangas um mich habe. Das war's mit dem Rückblick und dem Ausblick für das Jahr 23 und das Jahr 24. Ansonsten ist noch super, super viel passiert und zwar habe ich im Oktober ja Japan besucht, wie ich in dem Video jetzt gefühlt 10-mal gesagt habe und ich durfte in Japan Fabienne treffen. Und ich habe mich so, so sehr gefreut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, einen Menschen, den ich jetzt schon über ein Jahr, fast 2 Jahre eigentlich, in meinem Handy mit mir trage. Sie ist immer präsent. Ich schaue ihre Videos unglaublich gerne. Fabienne ist ein herzensguter Mensch. Und diesem Menschen, der am anderen Ende der Welt wohnt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, irgendwann vor mir zu haben und sie in die Arme schließen zu können, war für mich ein so großes Highlight in diesem Jahr. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich blende euch hier ein Foto von uns ein. Ich glaube, wir haben uns beide gleichermaßen gefreut und eigentlich möchte ich jetzt, wo ich an diese Erinnerung denke, Fabienne in die Arme schließen zu dürfen, unbedingt wieder nach Japan, um wieder in Japan bei Fabienne in Osaka zu sein. Es war wirklich unglaublich schön und Japan hat für mich wirklich mein Jahr 2023 bereichert. Natürlich, weil ich Fabienne getroffen habe, aber auch, wenn ihr ihren Instagram-Account verfolgt, dann wisst ihr schon, weil mein jetzt Mann, Neuerung, und ich in Japan, in Osaka, in Fabiennes Beisein heiraten durften. Und es war ein unglaublich schöner Tag. Es hat so viel Spaß gemacht und das waren so 2 ganz, ganz große Lebensträume von mir, Japan zu bereisen und auch Freunde zu sehen, die ich wirklich Freunde nenne, auch wenn diese Menschen so weit von mir weg wohnen. Und deswegen und noch wegen vielen anderen Dingen war 2023 für mich auch aus privater Hinsicht ein unglaublich schönes Jahr. Und ich wünsche euch, dass ihr mindestens ein genauso schönes Jahr in 2024 haben werdet. Hoffe das für mich natürlich auch. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinen Vorsätzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und macht's gut. Ach ja, schöne Weihnachten wünsche ich euch. Genießt die Festtage.